Und damit, meine Freunde, sage ich herzlich willkommen zurück zu Shadow of the Colossus. Genau, wir haben jetzt 14 Kolosse besiegt mittlerweile. Es fehlen uns nicht mehr viele, 16 sind es insgesamt, 14 haben wir jetzt. Wir nähern uns dem Ende des Games und auch der Story. Also der Story. Genau. Ihr seht hier, es werden, es zerstören sich halt immer mehr. Es ist halt jetzt nur noch der hier über, den wir jetzt besiegen werden. Und hier drüben der letzte. Das hier ist dann der letzte. Also fehlen uns nur noch zwei Kolosse, um unsere Liebste aus den Todesfängen zurückzuholen. Und also was tun wir denn jetzt aus? Wir müssen nach da hin. Wir müssen nach ganz rechts oben. Ja, und dann kann man den letzten Koloss auch schon sehen. Wenn ich sage, ganz rechts oben ist der 15., dann braucht man eigentlich nur noch, ja, dann fehlt nur noch ein einziger. Und wie versprochen vorher holen wir natürlich, werde ich euch natürlich alle Schreine zeigen. Da kommt nochmal ein extra Video extra für euch. Ja, werde ich mir noch was einfallen lassen, dass es auch nicht zu lang ist. Weil ihr wisst ja, die Karte ist mächtig groß und mit Aro kann man nicht wirklich sehr gut schnell reiten. Bei einigen möge es gehen, bei einigen Schreien, aber andere wiederum sind nicht zu weit entfernt. So. Ja, aber wir müssen halt noch eine ganze Weile. Wie ihr halt auch am Himmel sehen könnt, sind da halt die ganzen Strahle nach oben in den Himmel. Boah, ja, Entschuldigung, Argo. Da seht ihr die blauen Punkte über den jeweiligen Kolossen. Ich dachte damals, hier gibt es auch einen Koloss in dieser riesigen Wüste, aber gibt es nicht. Die Brücke kennen wir ja noch, über die sind wir halt hier in dieses verbotene Land gekommen. Und ihr seht da schon, was langsam auf uns zukommt.
haben wir schon den nächsten Schrein. Wir stellen schon mal unseren Bogen aus. Und suchen unseren Freund die Eidechse. Na, wo bist du? Eidechse, Eidechse, Eidechse. Ja gut, anscheinend läuft sie irgendwo rum. Die beten habe ich schon mal. Ich habe sie gehört. Ich habe sie gehört, ich habe sie gehört, ich habe sie gehört. Ja, ich höre sie. Ich habe sie schon wieder gehört. Wie gesagt, man hört sie ja auch halt perfekt. Wenn man ganz genau hört, hört ihr ja immer so dieses, wenn sie euch gesehen hat. Dieses Fiepen und dann dieses Tap, 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 Tap. Das ist dann nicht Aro. Das ist tatsächlich diese Eidechse. Also wie gesagt, wenn man ganz genau hinhört, dann hört man sie eigentlich auch. So. Genau. Wir reiten mal hier weiter. Jetzt müssen wir natürlich gucken. Wir will in die Stadt kommen, weil es halt ist komplett zerstört. Ja. Und Argo ist reingeritten. Argo können wir hier wahrscheinlich eh auch nicht mehr gebrauchen, weil wir müssen halt hier so ein bisschen klettern. Das ist halt alles ungestürzt und können wir Aro leider nicht mitnehmen. Sorry, mein Großer. Ich muss leider hier unten warten. Aber es ist auch immer wieder so faszinierend, dass Aro, trotz dass wir anscheinend von dunklen Mächten rüber teleportiert werden, dass er immer wieder dort aufwacht. Und dass Aro auch immer wieder da bei ihm ist. Gut. Also es gibt Spekulationen. Entweder wird er halt davon eingenebelt, setzt sich auf Argo und reitet zurück, oder wird halt dorthin teleportiert. Man weiß es halt nicht. Gezeigt wird es nicht, was plötzlich mit uns passiert, nachdem wir das schwarze, die schwarzen Seelen in uns aufgenommen haben, der Kolosse. Die Seelen der Kolosse. Ihr seht schon, sieht etwas schwierig aus. Aber es muss hier, hier muss man auch ein bisschen gucken. Wir müssen halt nach oben kommen nachher. Wir müssen halt hochkommen. Ihr seht, hier gibt es keinen Aufstieg. Das ist alles einfach zu hoch für uns. Wir können hier nicht hochspringen. Hier kommt ihr vielleicht noch hoch, aber hier kommt ihr halt nicht mehr hoch. Seht ihr? Man kann sich ja auch halt nicht festhalten. Aber ihr werdet gleich verstehen, wie man da hochkommt. Erstmal werden wir ihn hier mal ein bisschen anlocken. Oh, komm her, Digga. Komm her. Und bitte nicht erschrecken, wenn ihr den hier gleich seht. Jetzt heißt es laufen, 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 laufen. Na, so, komm.
Er dreht sich, er muss sich drehen. Mach ja das richtige, Kumpel. Wow, 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 ich bin nix. Wow. Zack. Genau. Ihr müsst ihn dazu bringen, dass er diese Bodenplatte anhebt. So, jetzt kommt der zweite Part. Und zwar geht es hier nicht mehr weiter. Aber der Vetter hat noch eine Keule. Wir werden ihn jetzt nicht synchronisieren. Ein bisschen aufpassen, dass er nichts abkriegt. Das kann sonst böse ausgehen. Na los, komm. Er muss jetzt ausholen und halt zuschlagen. Ich hasse das immer wieder, cool, dass sie nicht das machen, was sie machen sollen. Jo! Nee, das hat noch nicht ganz so geklappt, wie es klappen soll. Du sollst nicht trampeln. Du sollst hier draufhauen. Er soll eigentlich hier zuhauen, aber irgendwie hat er das gerade nicht, was er machen soll. Oder die dicke Sippe einfach nicht. Oh, immer diese. Ja, ja. Wir müssen halt höheren Boden finden und und das Ganze bitte nochmal hier drüben großer und dann wäre ich echt glücklich. Und das jetzt tun wir das, was ich bewahren will. Weil wir kommen hier halt nicht weiter und wir müssen halt hoch. Und dafür muss er aber mal hier gegen kloppen mit seiner Keule, sonst funktioniert das nicht. Und jetzt haut er zu, er haut zu, er haut zu, da. Na bitte. Würde. Wir müssen jetzt hier die Brücke. Und
bisschen noch höher. Wartet. Wartet, wartet, wartet. Da, da hinten, da hinten, da hinten. Da hinten ist eine Treppe. Die kann man nach oben nehmen. Und höher und höher und ja, hier hoch. Und hier lang, und hier lang, und hier lang, und hier lang. Und dann müsst ihr ihn dazu kriegen, dass er sich umdreht. Sich umdreht, sich umdreht, sich umdreht. Und dann laufen. Laufen, 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 laufen. Er zerstört nämlich jetzt hier die Brücke. Also ich hab, ich wurde da, ich hab's damals nicht geschafft. Ich hab's zu spät geschnallt und dadurch. Geronimo! Oh Gott! Das war knapp. So. Okay, gut. Das bringt natürlich jetzt hier nichts mehr. Hier ist dann halt Ende gelandet von dem Zeichen. Und ihr müsst durch Wasser. Das müsste im Grunde jetzt eigentlich da sein. Versucht euch langsam hier vom Kopf weg zu rauchen. Nach hinten, Richtung Brücken halt. Versucht nicht runterzufallen. Denn ihr müsst jetzt hier hinten. Ich glaube, das schaffen wir nicht, 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 das schaffen wir nicht. Nein, das schaffen wir nicht, das halten wir nicht. Ja. Nein. Zeichen ist in seiner Hand. Ihr müsst in seine Hand kommen. Thank you.
Okay, macht ich das, was auch eigentlich machen soll. Jetzt müsst ihr aufpassen. Ihr müsst ihn dazu kriegen, dass er nach euch haut. Weil er hat halt in dem Arm, in der Hand, keine Dings mehr. Ich frag mich aber immer noch, wo man nicht nach mir aus haut. Komm schon. Mach doch bloß einmal, was ich dir sage. Ja, ihr müsst, wie gesagt, ihr müsst ihn versuchen dazu zu kriegen, dass er nach euch haut. Aber er macht es hier gerade nicht, wie es will. Ich versuche jetzt mal. Okay, hier kommen wir nicht hoch. Hier gab es keine Treppe. Einmal bitte in die zweite Etage. Schaut er hier drüben hin. Wie gesagt, er muss nach euch hauen, sonst kommt er nicht in die Hand rein. Warum haut er nicht nach mir? Ich verstehe das gerade irgendwie nicht. Okay. Ihr müsst auf dem Boden sein. Ihr müsst auf dem Boden sein. Okay. Ihr müsst auf dem Boden sein und müsst dann, genau. Sorry, das hatte ich voll vergessen, Leute.
Ihr müsst auf dem Boden sein. Boah, das war der letzte Stoß. Mich verarschen. Okay. Dadurch, dass ich halt schon lange keinen Kolossus mehr gespielt habe, habe ich das leider bei dem Boss irgendwie voll vergessen. Es tut mir so leid, Leute. Ich hoffe, ihr seid nicht böse. Vielleicht haben auch einige vorgespult, um zu gucken, ob ich den Boss überhaupt gelegt habe. So. Ja, meine Lieben, dafür bedanke ich mich wieder fürs... Wir bedanken uns wieder fürs Zuschauen. Argo kommt gerade schon angaloppiert. Wir bedanken uns wieder fürs Zuschauen. Es war uns eine Freude. Und wir sagen bis zum nächsten Mal bei Shadow of the Colossus. Und dann geht's weiter. Freut euch schon mal aufs Ende des Games. Beziehungsweise der Story. Wie gesagt, Argo verbeugt sich. Er bedankt sich fürs Zuschauen und sagt auch bis zum nächsten Mal. Shadow of the Colossus.